Mit Skype kann man nicht nur bequem chatten und Dateien austauschen, sondern auch kostenlos telefonieren. Bevor man seinen ersten Anruf tätigt, sollte man noch einen Blick in die Optionen werfen, wo man in Bezug auf Telefonate noch einige Einstellungen vornehmen kann. So kann man bestimmen, von wem man Anrufe empfangen möchte, ob die Anrufsteuerung jederzeit angezeigt werden soll und ob Anrufe automatisch angenommen werden sollen. Zudem kann man noch den eigenen Standort für die Notrufe bestimmen. Wie einfach ein Telefonat geführt werden kann, schauen wir uns mal auf der Skype-Webseite an. Dafür müssen beide Seiten zunächst einmal Skype installiert haben, ein Mikrofon bzw. ein Headset besitzen und es muss natürlich eine Verbindung zum Internet bestehen. Nachdem alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, steht dem Telefongespräch mit Freunden, der Familie und Bekannten nichts mehr im Wege. Nach dem Start von Skype sucht man sich die Person aus, mit der man telefonieren möchte. Falls sie noch nicht in der Kontaktliste ist, kann man nach ihr suchen und sie in die Liste aufnehmen. Erst danach kann ein Gespräch geführt werden. In der Liste zeigt Skype an, wer gerade erreichbar ist. Nun kann man den Kontakt auswählen und klickt auf den Call- bzw. Anrufen-Button. Nun klingelt es und man muss abwarten, bis die angerufene Person abhebt. Danach kann man komfortabel mit seinem Gegenüber telefonieren. Nochmal zusammengefasst: Skype starten, gewünschten Kontakt wählen, anrufen und das Telefonat führen. So einfach kann man weltweit und jederzeit kostenlos mit Skype telefonieren.